SpaceX verkauft 373 Millionen US-Dollar Wert von Bitcoin. Geht es jetzt mit Bitcoin komplett bergab? Im Chart geht es komplett durcheinander, könnte man fast schon sagen. Wir erklären Ihnen, was passiert ist. Los geht's! Bevor das Video so richtig beginnen kann, möchte ich Sie einmal darum bitten, einen Daumen nach oben da zu lassen, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Inhalte zu verpassen und natürlich uns einen Kommentar mit Ihrer Meinung zu Bitcoin zu hinterlassen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bullish Impulse. Heute reden wir zum weiteren Mal über Bitcoin und was passiert ist in der aktuellen Marktlage, was Elon Musk damit zu tun hat und wie Bitcoin jetzt im weiteren Chart verlaufen wird. Wir sehen hier erstmal, Elon Musk bzw. seine Firma SpaceX haben 373 Millionen US-Dollar an Bitcoin abgeschrieben. Es ist jetzt hier die Frage, ob alle verkauft wurden. Wir können jetzt hier lesen, das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat Medienberichten zufolge den Wert seiner Bitcoin-Vermögen im letzten und vorletzten Jahr um insgesamt 373 Millionen US-Dollar abgeschrieben und wohl einen Teil seiner Bestände verkauft. Wie das Wall Street Journal am 17. August entsprechend berichtet, hat SpaceX in den Jahren 2021 und 2022 seine in Bitcoin ausgewiesenen Vermögen um einen Wert von insgesamt 373 Millionen US-Dollar in seiner Bilanz heruntergestuft, darunter auch anteilige Verkäufe der Kryptowährung. Wie Sie sehen können, hatten wir jetzt hier einen starken Abverkauf bei Bitcoin um rund 4.230 US-Dollar im Wert. Das sind rund 15% des Bitcoin-Preises. Wir zeigen jetzt selbstverständlich, wie es dazu kommen konnte, beziehungsweise was das mit unserer Analyse zu tun hat und was überhaupt jetzt hier passiert ist. Wir sind jetzt hier angekommen im Eintageschart. Sie sehen hier, wir kamen aus der Korrekturwelle WXY und beendeten damit die Welle 2 übergeordnet. Und jetzt sehen wir hier, wir hatten eine untergeordnete Welle 1 mit den weiteren untergeordneten Leveln der Welle A, B und C. Und wir hatten ja hier diese Zielzone etabliert zwischen dem 78,6er und jetzt sogar dem 1er Fibonacci Retracement Level. Warum jetzt dem 1er? Es ist nicht ganz aufs 1er gelaufen, weil es in der Theorie nicht auf das 1er Level laufen darf. Es ist etwas darüber geblieben. Deshalb können wir weiterhin von einer validen Annahme sprechen. Wir sehen ja auch hier, der Docht der Kerze hat sich bereits nach oben hin geformt. Das heißt, der Preis steigt wieder an. Wir sehen ja auch, der Preis liegt jetzt hier bei 26.000 US-Dollar und der Preis war ja gesunken auf rund 24.300. Wenn man sich das Ganze jetzt hier im erweiterten Sinne anschaut, heißt das einfach nur, dass unsere Zielzone perfekt getroffen wurde und somit diese Annahme valide ist. Im erweiterten Sinne bedeutet das, dass man jetzt aus dieser Zielzone einen möglichen Preisanstieg bespielen kann mit einer Long-Position in Richtung der untergeordneten Welle 3 und diese läge dann hier zwischen dem 161,8er und dem 223,6er Fibonacci Expansionslevel und das liegt eben bei 35.400 bis hin zu 39.600 US-Dollar. Was bedeuten würde, dass wir jetzt von starken Anstiegen bei Bitcoin ausgehen können. Wenn Sie jetzt also hier die Gewinne mitnehmen wollen, dann sehen wir ja, wir könnten im schlechtesten Fall bis zu 36% Gewinne mitnehmen und im besten Fall sogar über 50% Gewinne mitnehmen bei diesem neuen Anstieg, der jetzt hier einen möglichen Bitcoin-Bullrun ausgelöst hat. Und wir schauen uns das selbstverständlich auch noch in weiteren Charts an, die wir für Sie etabliert haben. Wir hatten jetzt hier festgestellt, dass der Preis abverkauft ist bis in unsere Zielzone und jetzt hatten wir hier ein Tief bei eben diesen 24.700 US-Dollar. Und wenn man sich das Ganze jetzt hier erweitert anschaut, kann man betrachten, dass der Preis jetzt hier bei 26.000 US-Dollar liegt und weiterhin hochläuft. Wir sehen ja hier, wir hatten eine Welle 1 mit einer ABC-Korrektur, die bereits abgeschlossen wurde. Das heißt, nach diesem starken Abverkauf kam es dann eben schon wieder zu einem starken Ankauf, der auch nochmal rund 2.000 US-Dollar Preisbewegung ausmachte. Und danach korrigierte der Preis in einer ABC-Manier herunter in dieser Welle 2 und schloss diese bereits ab. Das heißt, diese Zielzone zwischen dem 50er und dem 78,6er ist bereits abgeschlossen. Der Preis ist hier reingelaufen und Sie sehen ja hier, das 61,8er Fibonacci Retracement wurde perfekt getroffen. Deshalb gehen wir jetzt davon aus, dass der Preis ansteigen muss in dieser untergeordneten Welle 3 und diese liegt hier zwischen dem 161,8er und dem 223,6er Level zwischen 28.300 und 28.900. Dort gehen wir definitiv davon aus, dass der Preis erweitert hinlaufen muss. Wenn man sich das hier anschaut, das bedeutet, man hätte nochmal Preisanstiege hier erstmals kurzfristig logischerweise betrachtet im 1-Stunden-Chart zwischen 8% und möglichen 11% und danach verkauft der Preis wieder logischerweise ab in einer ganz normalen Korrektur. Je nachdem, wie stark man hier abverkauft, geht es um rund 2,5 bis 5%, aber auch möglicherweise bis hin zu 7%. Da muss man halt schauen, wo der Preis hinläuft. In lila sind, wie gesagt, immer unsere zukünftigen Zielzonen.
definitiv hinläuft, sondern es sind ungefähre Zonen, die man abschätzen kann anhand der etablierten Daten und anhand der Zielzonen, die gerade aktuell sind. Und Sie sehen ja, die Welle 3 Zielzone ist gerade aktuell, das heißt, sie ist in hellblau hier hinterlegt. Danach würde der Preis logischerweise wieder aus der Welle 4, die zwischen dem 23.6er und dem 50er Retracement Level liegt, ankaufen, beziehungsweise man würde einen starken Ankauf wieder erwarten können und dort die Welle 5 abschließen. Wir sehen ja hier, die Welle 4 hat mögliche Ziele zwischen 27.700 und 26.900 US-Dollar. Aber was wir auf keinen Fall sehen dürfen, ist, dass der Preis hier wieder unter diese 24.700er Marke schreitet, denn dann hätten wir wirklich ein Problem, denn dann müsste diese These invalidiert sein und somit müssten wir eine neue These aufstellen, wie es dann im Markt weitergehen wird. Was wir definitiv aber sagen können, ist, Bitcoin wird weder auf die Nullmarke fallen oder noch generell in tiefe Bereiche fallen, wie 10.000, 15.000, wie wir das am Anfang des Jahres gesehen haben. Davon kann man nicht ausgehen. Das sind reine Theorien, die da aufgestellt werden. Wir sehen öfters Leute, die Theorien aufstellen. Das ist das Ende von Bitcoin. Auch ein gewisser Milliardär namens Dan Pina stellt gerne diese Theorie auf, dass Bitcoin auf Null gehen würde, sobald man wissen würde, wer der Kreator von Bitcoin ist, beziehungsweise der Gründer oder Erschaffer von Bitcoin ist. Das halten wir für weiterhin Unsinn, denn wir denken, dass der Chart ganz normal nach der Elliott-Wellenmethodik hier abläuft und deshalb auch, dass diese These hier weiterhin valide ist. Wir haben ja gesehen, der Preis ist in unsere Zielzone reingelaufen. Man braucht sich keine Sorgen machen, dass solche Informationen möglicherweise den Preis auf Null treiben, denn das ist nicht möglich. Wir können am Markt und an unseren Daten und an den Charts nicht belegen, dass der Preis so abläuft, dass er einfach mal auf Null geht und dann wieder hochgeht. So funktioniert der Markt nicht. Der Markt funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip und das ist das Angebot- und Nachfrageprinzip. Und nach dem handelt auch hier diese Elliott-Wellen-Methodik. Das heißt, diese starken Abverkäufe, die wir im Bitcoin-Preis gesehen haben, haben nicht unsere Zielzone verändert, sondern der Markt hat lediglich die Zielzone schneller getroffen durch Marktereignisse, durch Makrodaten, die den ganzen Preis dann katalysiert haben. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass der Preis hier generell einfach abfällt und steigt, wie er will, sondern er verhält sich in festen Mustern und Regeln, die man eben hier berechnen kann. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und will jetzt noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse verweisen, bullishimpulsemanagement@gmail.com. Dort können Sie uns sämtliche Fragen stellen zum Chart, zu unseren Videos, aber auch generell, wenn Sie irgendwelche Fragen haben zu irgendwelchen Kryptowährungen, gerne dorthin. Des Weiteren können Sie auch Kooperationsanfragen uns dort stellen, wenn Sie diese haben. Vielen Dank.